Das Gute ist, dass es ja auch viele Leihspieler gibt von Red Bull in der gesamten Liga, zum Beispiel auch Smail Prevljak beim heutigen Gegner, beim SV Mattersburg, der trifft und trifft und trifft. Können Sie schon bestätigen, dass der im Sommer auf alle Fälle nach Salzburg zurückgeholt wird? Ja, ich bin im ständigen Austausch mit dem Smail. Er hatte ja im Herbst noch nicht so eine gute Phase, hat sich rankämpfen müssen. Bei ihm war einfach entscheidend, dass er körperlich richtig fit wird. Und dann wissen wir, welche Qualitäten Smail hat. Und dass, ja, dass er jetzt im Frühjahr so trifft und so gute Spiele absolviert, ist natürlich super. Und ja, wir freuen uns mit ihm. Und das ist auch genau der Grund, warum wir unsere jungen Spieler ausleihen, damit sie auf höchstem Niveau Spielpraxis bekommen. Heute hat es uns ein bisschen wehgetan, dass Smail so gut in Form ist. Er hat uns Probleme bereitet, auch 2 Tore gemacht. Aber das ist ja, dem geschuldet, dass wir unsere Jungs in der ganzen Liga ausleihen und dass sie Spielpraxis bekommen. Und es freut uns sehr, dass sich einige Jungs, unter anderem Smail, so gut entwickeln. Gut, war jetzt eine Lobeshymne auf Smail Prevljak, aber keine Antwort auf meine Frage. Ja, das werden wir sehen, was mit Smail im Sommer passiert. Aber wenn er so weitermacht, ist er sicher einer der interessantesten Stürmer in unserem Land oder auch in Europa, sage ich sogar, hat er sehr, sehr gute Anlagen. Und er ist ein Spieler von Red Bull Salzburg. Und darum sind wir sehr, sehr froh, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben, der was uns gehört.